wartet ein T-Rex. Oder noch nicht ganz, aber. Ist der schon in Behandlung? Ah, okay. Wird gerade behandelt. Ja, das Ding werden wir direkt größer bauen. Das war ja totaler Quatsch von mir. Mal ganz, ganz, ganz im Ernst. Wir können aber auch ganz, ganz, ganz im Ernst jetzt endlich mal anfangen, einen auszubuddeln. Wir nehmen aber einen kanadischen Tyrannosaurus. Der kanadische ist teurer. Dann nehmen wir den amerikanischen. Das soll mir ganz egal sein eigentlich. Haben wir gar nicht. Wir brauchen mehr Mitarbeiter gerade. Okay. Dann weiter Zaun. Stufe 4. Und dann bauen wir dann. Das ist gerade. Genau, da wollte ich es hinbauen. Meine Güte, Spiel. So. Okay. Wir brauchen natürlich Lebenfutter. Ich gehe davon aus, dass das eh zu klein ist, das Gehege noch. Aber können wir ja dann gucken. Mal ab. Wasser ist drin. Hier bauen wir den Ranger-Posten natürlich ganz am Tor, dass er da nicht weit reinfahren muss. Das macht dann hier unser Ranger-Team 2, würde ich sagen. Okay, jetzt können sie aber erstmal den einen ausbrüten, den wir noch wollen. Wir können noch ein bisschen... Und ausbuddeln nicht vergessen. Bei 1,1 Millionen. Das ist Asche. Meine Güte. Oh, wieso das... Also irgendwie stört es schon gerade krass, dass die dauernd sich hier nur bekämpfen, Mann. Die wollen ein bisschen größeres Gehege, können sie auch ein bisschen größer haben. Nicht viel größer, weil wir sonst nichts keinen Platz mehr hier haben, aber könnte ja schon gut sein, mal sehen. Das Gelände, ein bisschen mehr gemahlenes Blatt wollen die noch, okay. Besser nun? Nicht ganz, sie wollen weniger. Perfekt. Dann
T-Rex. Guzman da? Guzman da. Per Airlift. Ein Triceratops. Bitteschön. Dankeschön. Wo ist... Das Ranger Team 2. Ja, perfekt. Organtrauma. Stellen an Anlage. Also das ist wirklich grausam gerade. Ganze verletzt hier, verletzt da. Dann brauchen wir mal wieder viel mehr Kohle, damit wir den Tyrannosaurus weiter ausgraben können. Uns fehlt tatsächlich noch was. Wie viel fehlt uns denn? Prozent. Minimaler Bestand. 1. Mark, Compsognathus. Natürlich, die ganz kleinen. Mehr sich auf gar keinen Fall. Hast auf 4. Lebensbedarf. Arealbedarf. Mittel. Populationsbedürfnisse. Angriff. Ja, der wird eh unfassbar teuer sein. Also wir werden uns davon eh nur einen leisten können. Da müssen wir uns gar nichts vormachen. Hinten auch schon wieder Verletzte. Natürlich. Also 100% Komfort haben die hier. Aber greifen sich halt dauernd an. Ich habe eigentlich schon nur die normalen genommen. Also die. Ne, keine, die dann noch so aggressive Tendenzen haben oder so. Ah, der hier braucht auch eine Behandlung. Also durch, ja, dann nehmen wir dich halt zu der anderen Station. Ist doch egal. Medizin. Zum Einsammeln des Produkts unterwegs. Triceratops beginnt Kampf. Warte. Auf einmal kämpfen die auch, natürlich. Haben die ganze Zeit nicht gemacht. Fleischwunde. Mann, nicht den. Zustellen an Anlage. Ganz ruhig. Müssen halt eh noch warten mit ein bisschen mit dem Geld. Wir können aber trotzdem noch kurz gucken bei der Forschung.
Ne, da geht nichts. Da haben wir das Maximale. Da auch. Da aber noch nicht. 3. Logistik. Und 12. Zur Produktabholung erhalten. Ja, den hier auch. Brauchen eine Klaue. Oh, das kann der doch machen. Stopp. Heilen bitte. Okay, sehr gut, sehr gut. Ah, da kommen wir ja langsam mal ein bisschen vorwärts. Können wir mal kurz hier einschütten, aber ich mache auf Pause. Ich traue dem Spiel. Transport im Gange. Ja, sehr schön. Was Tyranno? Da ist ja kein Sprit mehr. Wir haben uns jetzt immer den ganzen Treibstoff für die ganzen Stromanlagen gespart, die wir sonst noch hatten. Wir können hier auf jeden Fall noch eine Toilette hinbauen. Zustellung wurde abgeschlossen. Und natürlich auch ein Schutzbunker. Hinten brauchen wir auch noch eine Toilette, glaube ich, ne? Oh, okay. Ne? Toilette. Ja, das auch wieder zurück. Und hier ist direkt der nächste wieder drin, dann lasse ich die jetzt. Mir egal. Ja, nö, dann ist das zu blöd. Dann kommen da demnächst andere Dinos rein, dann lasse ich die aussterben. Ding hier überfüllt.
schauen wir mal. Wir haben hier Essen. Trinken. Wir haben... Einkaufsmöglichkeit. Wir haben hier Getränke. Produkttransport beendet. Passt eine große noch hier rein? Jo, das. Mittlere. Was? Produkt wurde zugestellt. Dann aber Essen hin. Gut, 3,4 Millionen. Kamera ist aus. Nein. Wo ist der T-Rex? Danach haben wir zumindest das Genom so weit, dass wir einen T-Rex ausbrüten können. Alles andere dauert dann eher noch ein bisschen. Wenn ich nicht wissen, wie teuer ein T-Rex allein schon ist. Ich meine, ein Metria Canto hat ja schon 1,3 Millionen gekostet. Ja, total zufrieden und greifen sich auch da wieder an. Boah, ist also. Die Dino-Kämpfe stören mich gerade sehr an dem Spiel. Ein bisschen too much. Aber auch nur ein bisschen. Ja, da ist der auch wieder verletzt. Schön. Freue ich mich. Eben nicht einmal, ne? Die ganzen, bei den Triceratops nie passiert. Und jetzt auf einmal nur noch. Saurier. Mach doch bei denen. Unterwegs, um Produkt einzusammeln. Noch ein toter Dino. Ja, so ein Toti Minimut. Wie sieht das denn dann bei denen aus hier? Wie viele mindestens brauchen die denn?
wenig Bestand, dachte ich, mit Ilfo. Dings brauchen wir neu. Genau wie Struti Minimus, brauchen wir auch wieder welche. Den. Mich verarschen. Nur ein Brannosaurus. Ne, zwei, okay. Und ein Wert. Guzman. Zwei zum Ausbrüten. Wir nehmen direkt drei Stück. Fangen dann bestimmt jetzt auch noch an zu kämpfen. Bei. Ja, das war zwei. Gut, die Minimus müssen wir eh noch warten. Wir haben im Moment keine Mitarbeiter frei. Die hat noch Pause und die anderen wählen Extraktion und die sind beim Brut vor. Jetzt fangen wir gleich erstmal vom Glauben ab, wenn ich sehe, wie teuer der Tyrannus ist. Großer Bruch. Zustellen an Anlage. Es ist schön. Oh, der ist gestorben. An Altersschwäche ein Pachyro. Sammle Produkt ein. Haben wir nur welche erfolgreich aufgezogen. Jawohl, lebensfähiges Genom der Tyrannosaurus. Mega. Und jetzt aber wieder ein Pachino erstmal. Produkt wurde eingesammelt. Einsam Bestand 2. Ja, ansonsten geht es denen auch zum Glück gut. Aber wir werden auch da dann direkt neue holen. Einmal. Zweimal. Einzelmedizin. Der braucht eine Pause und der Guzman braucht eine Pause. Wetten, jetzt fangen die gleich auch an zu kämpfen, nur weil ich da wieder irgendwie neu reinsetzen muss. Verstehe ich nicht. Da im Moment los ist. Achso, der ist betäubt. Kann transportiert werden. Produkt wurde transportiert. 6 Medizin. Produkt wird transportiert. Gute Minimus, 2 Stück. Die tun sich gar nichts, die sind super. Unterwegs. Auch die Parasaurolophus, ja nicht Apatos nicht. So, und jetzt brauchen wir den Pachdinosaurier noch. Würde ich 2 Stück nehmen, weil die sagen ja mindestens 3. Jetzt können wir mal kurz gucken, wie teuer ist der T-Rex. Und jetzt können wir nicht gucken, weil der Strutomimus noch nicht im Gehege ist.
zufrieden. Bestand 4, perfekt. Hallo T-Rex. 982.000. Das. Ach, die Eierdings, das kostet ja nochmal aus Ausbrüten. Okay. Das ist also erstmal schon mal 1 Million. So. Und nochmal 300.000 mehr wie beim Metriacanthus. Acanthus. 73% geht ja schon mal. Eier auswählen. So, na, ist beschäftigt. Müssen wir noch warten. Produkt wurde eingesammelt. Fehlender Wald. Abgeschlossen. Ja, siehst du, jetzt haben die hier auch das Kämpfen angefangen. Ich hab's ja gesagt. Das ist Schwachsinn, wirklich. Da können wir mal ein Patch reinhauen. Muss doch die Population wieder ausfüllen, sonst macht das ja gar keinen Sinn. Der Triceratops ist noch am Heilen. Zustellung abgeschlossen. Oh, hier ist keiner drin. Ruhe abgeschlossen. Und Triceratops kämpft auch wieder was. Eier auswählen. Die beiden bitte. Ich mache echt nur einen, wo die wieder rumspielen. Noch beschäftigt. Ja, den nächsten müssen wir bei mehreren in Wohlbefinden reinskillen, damit wir da mal auch haben. Sobald der jemanden hier behandelt, haben wir gar keine Möglichkeiten mehr. Jetzt hier einen bitte. Würdet ihr jetzt mal da Gas geben? Alter, Alter. Ach, die kämpfen auch wieder. Schön. Organtrauma. Yippie-yay. Wieder zustellen an Anlage. Das ist schon gerade arg peinlich hier. So, der auch wieder. So, jetzt der Tyrannosaurus. Brauchen 13 Genetik. So.
Jetzt können wir schon mal sparen, weil wir uns den überhaupt nicht leisten können. Mal im Ansatz, glaube ich. Ich glaube, wenn der Metria Canto 1,3 Millionen pro Tier gekostet hat, kostet der bestimmt 2 Millionen. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Minimum. Könnte ich mir vorstellen. Da. Innere Blutung. Sauber. Können wir den auch wieder einweisen. Wo ist er? Da. Sind die da hinten wieder am... Ach, der ist schon am Diagnostizieren. Bitte, was ich direkt machen kann. Hirnerschütterung? Nein, natürlich nicht. Muss auch an die Anlage zugestellt werden. Ist der jetzt betäubt? Der macht mal hinne da. Produkt in der Luft. Bestätige Produktzustellung. Per Airlift. Mann, hier drin. Gut. Dann Transport. Ach, der wird schon geheilt. Da geheilt. Geht nicht. Wir müssen den erstmal in die Pause schicken, die Mitarbeiter. Okay. Da ist einer. Unten scheint es jetzt zu gehen. Keine Ahnung. Gut, gucken wir mal, was beim T-Rex los ist. 1,9 Millionen, dachte ich mir. Plus 30 Angriff. Wir machen den ohne plus 30 Angriff, weil... Der hat eh beide schon, dass er Ranger-Teams plus 30% angreifen. Wenn er noch plus 30 Angriff hat, macht er ja direkt alles kaputt. Dann machen wir den. 1,9 Millionen braucht man. Niedrige Gesundheit. Bei wem denn? Na ah, okay, warte, stopp. Okay. Und jetzt aber jetzt Support. Roter Saurier. Ja. An Altersschwäche. Okay. Aber wir haben ja eh jetzt hier noch genug Bestand, oder? Haben wir ja wohl 5 Stück. Richtig. Hier kommt jetzt nur einer. 3 Tote. Wer ist hier gestorben? An Altersschwäche. Trotzdem hier noch genug dann sein, ne? Ja, 3 Stück. Gut. 2 tot, aber beide, die von dem Bestand her okay sind, da die Knochenbrüche werden gerade behandelt. Da ist er unterwegs. Und dann kann der hier schon mal den noch betäuben.
Okay, unterwegs. das ist okay, in Ordnung dann, denke ich. Dann da rein. Und dann können wir uns um den T-Rex kümmern. Produkt transportiert. Haben sie das so gemacht, dass die Dinos nicht mehr so oft ausbrechen wie in Teil 1, ja, und dafür greifen die sich gegenseitig andauernd an. Macht das Spiel halt so unrealistisch stressig, finde ich. Weil einfach das eigentlich Quatsch ist, dass sie sich die ganze Zeit bekämpfen, wenn die eigentlich in im regulären Bestand da drin sind. Zum Einsammeln des Produkts unterwegs. Und dann brauche ich die Pause hier. Ist so eine die. Wer hat sich jetzt bekämpft? P, was mit P? Was haben wir? Ach, natürlich die 9. Ja, macht ja am meisten Sinn, dass die sich das auch bekämpfen. Obwohl die ja mindestens zu dritt sein wollen. Jetzt sind die nicht mehr einsam. Ja. Aber jetzt greifen die sich an. Wo waren die? Bei 85% haben sich nicht angegriffen. Klaro. Produkttransport im Gange. Er scheint sich zu heilen, der hat nichts. Okay, die haben das gut gemacht. Ja, wenigstens das. Dann ist der der Triceratops wieder fit. Hier rein. Wird eingesammelt. Jetzt wird noch der Jo. Er hat gar keine. Die sind wirklich anstrengend hier, meine Güte. Will ich auch überlegen, wenn die ausstemmen, dass ich da neue rein tue, einfach ein paar friedlichere. Die haben sich jetzt zum Glück nichts getan, aber ja, hier die sind jetzt auch groß dabei die ganze Zeit. Vielleicht sind das dann nochmal so. Alpha-Tier-Kämpfe, keine Ahnung was, kann natürlich sein, aber macht sich besser. Ne, da wollte ich erst den Maiasaurus tatsächlich mal nehmen. Gut. Wir warten jetzt erstmal, bis wir uns den Tyrannosaurus leisten können. Wir warten jetzt so bis 2,3 Millionen, 2,4 Millionen circa. Damit wir ein bisschen, zumindest eine halbe Million Polster haben. So. Gehalten. Bestätige Anfrage zur Produktabholung. So, aktuell sind ausnahmsweise mal alle gesund. Mal sehen, wie lange das der Fall ist. Ich mach mir ja keine Hoffnung, dass das zu lange dauert. Toter Saurier. An Altersschwäche. Natürlich großartig, da können wir den direkt nochmal. Nochmal ein bisschen kurz warten. Weil ich habe daraus gelernt, was da letztens passiert ist nach dem Sturm. Ja, wo ich dann gar kein Geld mehr hatte. Wo ich wenig Geld hatte. Oder schon knapp im Minus war, gerade Plus machen wollte. Und dann der Sturm noch kam und ich so im Minus war, dass ich gar nicht mehr in Plus kam.
Beginne Produkttransport. Medizin. Wir haben zu wenig, wenn die wahr sein. Den hier. Dann werden wir 342 den hier rauswerfen. Wir haben einen 10er in Logistik und wir haben einen 10er in Wohlbefinden. Ein 10er mit Genetik wäre natürlich gut. Ja. Und 2 in Wohlbefinden. Das stört mich jetzt. Warte, ja. Sorry. Jetzt war es der Falsche. Ich muss dich wieder entlassen. Ja, der hier wird nur vorübergehend angestellt. Aber der war jetzt günstig. Der sorgt dafür, dass wir den Tyrannosaurus ausbrüten können. So. Jetzt haben wir wieder kein Geld. Ja, stimmt, aber. Oh, Mitarbeiter sind so teuer in dem Spiel. Ist ja der Wahnsinn. Gut. Wieder vorspulen bis 2,4 Millionen. Ja, das war so klar, ey. Ich hasse es. Und natürlich ein Sturm. Spiel ist anstrengender als der erste Teil, finde ich persönlich. Tour beschädigt. Wo? Ah, eine Toilette ist im Hintergrund. Soundeffekt. Warte, warte, das ist schon wichtiger. Da hinten. CRN hat nicht diagnostiziertes Leiden. Das ist natürlich schon cool. Jetzt hast du das endlich fast gehabt, dass du den T-Rex hast und dann... Nö, gehen die Sachen natürlich kaputt.
Ah. Wieso Reparatur nicht möglich? Gehen wir da nicht auf uns. Reparier doch den scheiß Zaun. Boah, ich werde wahnsinnig gerade, ehrlich. Was soll der Schwachsinn? Was haben wir hier noch? Die laufen draußen rum. Richtig, da ist auch alles kaputt. Das ist schon richtig dumm jetzt gerade. Okay. War gleich wieder richtig gar kein Geld mehr. Und dann musst du wieder gucken, wie ihr klarkommst. Stehen die da wieder im Weg, dass du nicht reparieren kannst? Ach, verpisst euch, ihr Kackvieh. Und wer sie jetzt von dem Mitreakanthus gefressen hat. Ja, da ist noch kaputter Zaun. Ist das scheiß Auto? Ja, das wirft uns jetzt so zurück. Richtig cool. Ist das? Mayunga Sau. Ach, der ist. Oh. Infantin. Einmal den. Noch ein Einfangteam. Der wird schon. Und dann hier. Velociraptoren im falschen Gehege auch. Hier geht's alles richtig. Unterwegs, um Produkt abzuholen.
Anfrage zur Produktabholung erhalten. Produkt wird eingesammelt. Da rein. Zum Einsammeln des Produkts unterwegs. Mayunga Sau. Da rein. Unterwegs, um Produkt einzusammeln. Produkt unterwegs. Warum ist der gestorben? Eine Altersschwäche. Aufgabe erhalten. Transport im Gange. Transportiere Produkt. Zustellung wurde abgeschlossen. Velociraptor. So weit weg? Warum das denn? Verstanden. Ja, geil. Richtig runtergegangen, die Parkbewertung. Produkttransport beendet. Transport abgeschlossen. Medida de precaução e para sua segurança, prossigam para o abrigo mais próximo. Irgendwas sieht bitter leiden. Produkt wurde eingesammelt. Was ist das hier? Ein DMP, was ist das? Mann, was sind das für Kackabkürzungen? Bestätige Produktzustellung. Produktzustellung bestätigt. Schade. Produkt wird transportiert. Den wir da haben. Einer von denen. Schutzräume können wir schließen. Ich diagnostiziere das Leiden. Ach, ist das schön. Haben die da hinten oder ist das geheilt? Roter Saurier. Eine Altersschwäche. Ja, jetzt fangen die auch noch an. Transport abgeschlossen. Großer Bruch. Gut, dann musst du wieder stationär behandelt werden. Was hast du? Diagnostiziert. Produkt
Bestand ein. Geht ihm noch okay, aber wir müssen Velociraptoren holen. Noch ein toter Saurier. Also gerade passiert einfach viel zu viel. Also ist Schwäche gestorben. Sammle Produkt ein. Gut. Dann den hier betäuben. Was hast du? Eingewachsene Klaue. Zustellen natürlich an Anlage. Machen wir jetzt erstmal nicht. Wir machen jetzt erstmal den, den wir da betäuben. Und danach machen wir den anderen. Bestellung ist besetzt. Gestorben. Produkttransport im Gange. Leerer Behandlungsplatz steht da. Wir machen jetzt langsam wieder ein bisschen Geld, aber... Oh, es ist noch verletzt. Ja, dann bräuchten wir noch ein Auto. Da ist ein Auto. Der wird gerade transportiert. Kein Strom? Achso, weil es gerade repariert wird. Der da oben. Einsam, aber Komfort ist noch gegeben. Also wir müssen halt neue Velociraptoren besorgen. Anderen Anlage müssen wir gucken. Der kann off freigelassen werden, dann sind wir hier schon mal wieder halbwegs komplett. Unterwegs, um Produkt abzuholen. Ja, ob nicht wahr sein, ne, was hier abgeht. So. Der steht da oben einfach. Holt den scheiß Dinosaurier da nicht ab. Stark. Produkt unterwegs.
Transport hat begonnen. Leer. Brauchen wir 4 Medizin. Produkt wird eingesammelt. Sind denn noch Kranke? Da haben wir einen. Weiß ich ja. Die drei sind okay. Da natürlich wieder. Was haben die denn? Innere Blutungen. Und Organtrauma. Müssten wir beide eigentlich auch an Anlage. Aber die Anlage funktioniert ja hier nicht vernünftig. Wenn wir die abreißen und eine neue bauen. Was soll ich machen? Jetzt kann ich die nicht abreißen, weil der Saurier da drin liegt. Hi Sven. Ja, aber es funktioniert hier alles nicht so wirklich. Also keine Ahnung, bei mir buggt das manchmal ganz schön rum. Bei mir liegen hier Dinos rum, die ich hier nicht rauskriege. Der Hubschrauber steht hier seit einer Stunde da oben. Jetzt kann ich die nicht abreißen, weil ich es auch nicht neu bauen kann. Also, ja. Und ich wollte gerade meinen ersten T-Rex freilassen und dann kommt hier ein Sturm und macht mir alles kaputt. Muss ich nämlich erstmal wieder Velociraptoren holen, weil der ist gerade alleine und der dreht gleich durch. Auch schon wieder teuer. Egal. Wir brauchen 5 Genetik. Ja. 2 neue Raptoren werden wir dann da rein. Der muss auch noch behandelt werden. Dann müssen wir uns so eine neue Anlage kaufen. Was soll ich machen? Saurierbedrohung. What the fuck, warum das denn? Oh. Ich habe einen Velociraptor vergessen. Ja, ganz großartig. Schutzräume aufmachen. Eben. Kurz wieder. Nur bis die Dinosaurierbedrohung im Griff ist. Sagen wir es mal so. Jetzt hier Raptor und dann auch auf die schießen. Den eben auch. Und dann brauchen wir hier ein Auto. Das ist ein Auto. Kurz vor unserem T-Rex. Das kann nicht sein. Ehrlich nicht. Das ist so ärgerlich. Jetzt hier so ein Chaos ausbricht. Ja, jetzt kämpfen die auch. Könnt mich langsam. So. Die sind beide gestorben. Wie viel haben wir jetzt? Bestandmäßig. Immer noch. Da passt doch. Ich bin hier immer noch glücklich. Lassen wir das so. Da sind Betäubte, haben die Zäune repariert. Das ist schon mal gut. Da ist der Majungasaurus. Da ist der Velociraptor. Kommt da rein. Zur Abholung des Produkts unterwegs. Wie ist denn der da in das Gehege reingekommen? Transport im Gange. Das hat der nicht gelernt hier. Okay. Gen mal hier das. Ach, die sind auch krank. Ja, natürlich sind die krank. Hat echt angenervt. Aber da hinten neben halt noch so ein Ding. Bleibt uns ja nichts anderes übrig. Dadurch, dass unsere andere nicht mehr funktioniert. Kann der denn noch fahren? Fahren sollte der noch können, oder? Kann der diagnostizieren, was die haben? Auch allerdings. Ist der andere schon fertig hier? Wir können die wieder, die Leute wieder aussenden. Zustellung wurde abgeschlossen. Hat der?
einen großen Bruch, der muss auch zur Anlage. Erfolgreich, du kommst wieder zurück. Hole Produkt ab. Brauchen wir eine Anlage. Krankheit ist ausgebrochen. Was haben die denn? Bitte Erkältung. Jawohl, ist eine Erkältung. Dann müssen wir uns darum nicht kümmern. Hier sind die Toten draußen. Jetzt sind wir 100% alles, alles gut. Oh, 7 und 8 haben kaputt. Okay, dann Transport. 10. Zur Anlage. Ach komm, die brauchen immer so ewig. Komm, los jetzt. Ein Park geht vor die Hunde. Den, zum Einsammeln des Produkts unterwegs. Den auch. Dann brauchen wir halt. Wir speichern jetzt mittlerweile auch mal wieder. Weil wir den ganze Drama jetzt langsam in den Griff gekriegt haben. Gucken wir noch. Produkt wird transportiert. Ach, sind doch zwei Velociraptoren. Doch zufrieden. Schön. Dass die hier wieder ausbrüten. Wie teuer ist denn einer? 450.000. Ja, macht dann aber trotzdem Sinn. Intolerant. Nee. Aggressiv. Nee. Bin ich lieber intolerant. Ein. 5 mit Medizin. Ich. Die Tante können wir in Pause schicken, damit die gleich da helfen kann. Ich speichere das Spiel jetzt kurz nochmal und lade das neu. Produkttransport im Gange. Alles klar, weiß ich Bescheid, kein Problem. Laden. Und neu laden. Und ich möchte jetzt halt gucken, ob der Hubschrauber sich wieder hinkriegt oder ob ich jetzt wirklich das ganze Gebäude einfach da stehen lasse, weil es verbuggt ist. Ah, jawohl, ich kann ihn aber dadurch raus transportieren. Okay, Neuladen hilft. Der wird gerade dahin gebracht, der Majungasaurus. Der hat nicht diagnostiziertes Leiden. Ich darf schon mal hier hinfahren. Produkttransport beendet. Sind alle erkältet. Ja. Gut, haben wir das so halbwegs in den Griff gekriegt. Da sind die Velociraptoren. Produkt transportiert. Der wird ums Verrecken transportiert, dieser blöde Dino da drin. Das heißt, ich muss echt nochmal so ein Gebäude einfach bauen. Damit ich genug Minus behandeln kann. Behandlung abgeschlossen, okay. Dein Gehege war das da. Unterwegs, um Produkt einzusammeln. Und dann brauchen wir wieder einen Betäubungstypen. Den Kranken hier drin betäubt. Was hast du? Gehirnerschütterung, du musst ja auch wieder stationär behandelt werden, du Affe. Naja, gut. Paladinologische Anlage nochmal bauen. Machen wir die da hinten zur Stromversorgung. Soll ich machen. Muss ich wenigstens nicht also irgendwo hinstellen, wo ich eigentlich die Gehege haben will. Und da kann ich vielleicht sogar wirklich nochmal eine gebrauchen. Raptor ist ready. Toter Saurier. So.
Altersschwäche. So, wie sieht's hier mit dem Bestand aus bei denen? Einsam. Ich werde wahnsinnig. Kannst du da auch neue holen? 7 Stück. Ja. 5 Genetik. Der Gussmann braucht eine Pause. Er ist betäubt. 8 Medizin. Bestätige Anfrage zur Produktabholung. Produkttransport wird durchgeführt. Der kommt dann in die neue an. Die neue Anlage und dann haben wir zumindest auch die wieder alle gesund, aber was soll man sonst sagen? So, da, wie viele nehmen wir da? 2 oder 3 reichen. Denn da 50.000 ist ja jetzt nicht viel. 5 Medizin kriegen wir auch noch zusammen. Und danach können wir uns endlich, über das wir jetzt hier in den Griff gekriegt haben, dem T-Rex widmen. So. Müssen wir halt wieder von neu sparen. Aber was soll ich dagegen tun? Nix. Machst du nix. Aber jetzt haben wir den Sturm überstanden, haben alles repariert. Das Geld ist wieder da. Und das hilft schon mal. Dann machen wir da jetzt gleich weiter. Und dann sehen wir auch endlich den T-Rex, hoffentlich.